Nachbarn werden von Sakudo und um die Kurve hier. Er bricht schon aus in Minigeschwindigkeit und fährt nicht so gut um die Kurven. Oh Gott. Stoppen. Ah! Oh Gott. Oh Gott sei Dank geht's ihnen gut. Aha. Als sie sich auf die SMS konzentriert haben, habe ich an der Ampel halten müssen und dann hat mich jemand rausgezogen und ist mit dem Auto weggefahren. Und ehrlich? Ich hab den da an die Mauer gesetzt. Direkt Taser. So nee, tief rein, bis da vorne wieder rauskommt, Mann. Nee. Doch, Mann. Das ist unhygienisch. Der hat mir Angst gemacht. Ist wirklich so. Gut, Herr Nolan. Jetzt habe ich den Fahren. Ihre Papiere haben sie wieder. Und, ja, gute Besserung. Aber nicht, dass sie jetzt da, ne? Also gucken sie vielleicht vorher nach, bevor sie sich in das teure Auto setzen. Nee, schmiert nix. Nee. Den Fußkitzler Murphy. Nur mit Kitzeln hat das Ganze nicht so viel zu tun. Das ist jetzt wieder 10 Minuten kaputt. Ich glaube, dir ist in den Fußraum gefallen. Ja. Oh, Tiro, geht's dir gut? Hallo. Warte mal. Ich guck meinen Fußraum unten rein. Ja, guck mal, wo sitzen Sie? Hey, Tiro, geht's dir gut? Das kommt von den ganzen Donuts gut. Von gestern. Danke, Bruder. Ey, Schwester. Wie läuft Wade eigentlich, Alter? Der schmuggelt halt Rasierklingen. Ja. Ich sag doch, ich bin Breitmann. Brüder und Schwestern, ich spüre den Lord gerade in mir kommen. Um zu fassen. Ja, das ist immer taucht Dörpin da auf, wo ich bin. Hallo Dörpin. Hallo anderer Polizist. Hallo. Kann langsam kein Zufall mehr sein. Ah, ich heute Morgen in meinem Busch vermisst. Hä? Darf auch wieder einsteigen. So, nachdem wir aufgewärmt sind, jetzt einmal der Fahrer aussteigen. Schönen guten Tag, Detective Dörpin vom LSPD. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ich kann Sie nicht hören, es regnet. Ivan Koslow, mein Name. Kommen Sie nicht näher, reden Sie einfach lauter. Mensch, wir sollen Abstand halten. Mindestens 2 Meter. Hey, guck mal, was auf meiner Motorhaube steht, Koi. Polizei. Nee, guck, muss er genauer hingucken. Hey. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Die hat gesagt, ich kann nicht fahren, du Otto. Oh. Sag mal, du kannst mal einfahren lassen, bei ihrem Sicht oder so. Partnervermittlung. Wir koppeln sie rubbeln. Kann ich weiter. Was ist denn jetzt passiert? Sie geht ans Telefon. Partnervermittlung. Wir koppeln sie rubbeln. Und die Scheine, das war alles okay. Und dann habe ich halt noch mein Kleingeld da reingesteckt. Und dafür sind noch die Schlitze da. Und das hat dann irgendwie funktioniert. Also, wie gesagt, gerade Sie sollten am besten wissen, dass nicht alle Schlitze für Kleingeld sind. Ist er das? Schöner Headshot! Banz in die Schnauze! Wo ist hinterm Ballern wo? Ich weiß nicht. Jawohl. Und ihr hier. Da muss ich hinten. Dead. Oh, mit der Pampe. Bin hier. Ich hab keine Waffe mehr. Achtung, der kommt. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Du hast sie auch fertig gemacht.
Dead. Verstanden. Wie weit kommt die Zone noch? Die kommt jetzt dauerhaft. Die kommt dauerhaft jetzt. Wir sind in der Endzone. Du bist in der Zone, aus der Zone, aus der Zone. Nein. Ja! 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 Alter! Alter! Lol, wie nice! Ja, Bewegung! Sind wir noch oben? Ja. Let's go. Ah, hey, die Schnauze! Wollen wir zum Krankenhaus gehen? Aber ich glaube, da ist richtig viel los. Der hat einen Pfeil im Kopf stecken. Wenn die 70 kommen. Sagen Sie jetzt nicht 10:33. Nö, aber 6:70 ist aufgesammelt. Fahr zum Kühlbisfeld kommen. Check. Zum Ende. Sagen Sie jetzt nicht 10:33 und das von Morris. Das? Das wird... Das gibt... Okay. Das gibt scheiß Fragen. Hol mal ein anderes Auto, well, versuch uns rauszukriegen. Wo soll ich denn Ja, oh Moment, Gott. Warte, ich versuch was. Tja. Das hat er nicht gesehen. Schieb! Ja, ich versuch's doch! So ein Tahoe ist schon echt schwer. Ich glaub, wir sind verkeilt. Sie können den zweiten von mir haben. Bisschen Vaseline da drauf. Dann einmal bitte die Pobacken auseinanderziehen. Verdammte Scheiße! Entschuldigung, ich hab kalte Finger. Gut, da scheint nichts mehr zu sein. Gut. Ich glaube, ich möchte woanders zugeteilt werden. Ich habe Angst. Hallo Marco, grüß dich! Ins Gesicht. Wollen Sie quasi die Waffe nehmen und probieren, den Sniper-Typen, der ungefähr 500 Meter weg steht, dann kommt der. Daher finde ich es besser, dass die Range quasi wieder ein bisschen zusammengestaucht wird. Alter! Werfe Betäubungsgranate! Werfe Granate! Was passiert, wenn ich dir hinterm Öhrchen kraule? Genau das, so. Das gefällt dir? Ich mach einfach mal ein bisschen weiter. Ich hab nach deinem Finger geschnappt. Du dumme Sau. Was ist das für ein wundervoller Hintern, der da neben meinem Tresen steht? Und der Typ, der da am Hintern noch mit dran ist, der hat sich gerade zu mir umgedreht. Und ich lache ihm zu. Den nehm ich nach Hause mit und dann lehne ich mich zurück und lass den Mann in den... Was? Also, in den vergangenen Tagen sind des Öfteren die weißen Camachos auf den Drogenrouten gefunden worden oder gesehen worden. Holy shit! Ja, das ist die eine Sache, was aber noch viel... Paula hat gerade seine Mutter over verloren. Ach so. Was haben die uns verschlagen? Ein Furz, der 200 Gramm wiegt, ist scheiße. Eine Säge im Auto. Oh Gott! Sind Sie wahnsinnig? Doch aus dem Lümmel. Das war ein anderes Handy, wie die Zine auch nicht hören. Nein. Komm, wir ziehen ganz kräftig. Nein, Oh, Digga, wenn du da runterknallst, Alter, gibt's Rührei zum Frühstück. Oh, ja, ich... Ah! Alter! Komm, was? Tu es! Warte, wir müssen gucken, dass sie nicht umfällt. Wenn sie runterfällt, haben wir ein Problem. Ich komm schon. Alter! Nern! Hoi! Hoi! Hey.
Salah! Nur fliegen ist schöner. Oh oh. Oh. Oh, guck mal. So, nehmt ihr die Zeit? Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Okay, können wir? Ja. Ja, einer muss runterziehen. 3, 2, 1, los. Also, ich habe nicht die Zeit genommen, du? Nee. Du siehst hier nochmal, komm schon. Ja, warte. Ja, wir sind langsamer, wir sind hinter dem Fahrzeug. Ich fahr jetzt auf, ich fahr auf. Dann fahr. Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. Alles klar. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, gehen Sie aus dem Weg. Oh Gott. Uff. Weil die immer von großen Kuhglocken gesprochen hat. Ja, ja, ja. Du immer auf ihre Brust gedrückt hast. Ja, woher soll ich wissen, dass sie ihre Glocken, also dass sie Glocken meint und nicht ihre Glocken? Ja, die Glöckli, ne? Du hast auf ihren Glocken rumgeglockt? Sie hat mir so Stöcke gegeben und hat gesagt, ich soll auf die Glocken draufschlagen. Oh, und du hast sie auf die Brüste gehauen? Hast du nicht gemacht, oder? So richtig so pat, 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 pat. Ja, natürlich wird das gleich wieder geknippt. Ihr seid so eine Arschkappen, ey. Das hat Hunger. Wie so ein Wal, der so Grill einsammelt. Nam, 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 nam. Gibt's noch eine andere Streifen, mit der man mitfahren könnte? Nein. Ja, das Oha. Wäre meine Frage auch gewesen. Oha, oh, Doppel-Oha. Drück hier mal meinen Schlauch rein, ja. Wollte die Tür öffnen. Und jetzt, ah. Nee, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass du sagst, so, und jetzt bücken. Wir müssen sie selber ins Krankenhaus bringen. Ich habe noch einen Stiffneck dabei. Hm, nee, das nicht. Das nicht. Das ist eine Walnuss. Oh, ein alter Donut. Nee, das nicht. Das nicht. Das sind die Plüschhandschellen für besondere Gefangene. Nee, das auch nicht. Nee. Oh, das Röhrchen hätte ich schon längst wegwerfen sollen. Warum ist das so grün? Warum leuchtet das? Ekelhaft. Was ist das? Oh, die Portosammlung von Opa. Noch ein Sauerstoff hier drüben. Einmal Mund zu Mund. Brauchst du Sauerstoff? Oh, der geht schon wieder. Ich kann auch warme Luft machen. Was? Warme Luft? Alter, nein, Bruder. Das weißt du, wie schnell die wieder aus der Ecke raus ist. Du hast von Mund zu Mund was falsch, bist egal. Mund zu Spund bearbeitet. Oh, da hinten. Beim blauen Gebäude. Du hast jetzt das genommen, was ich nehmen wollte. Das ist meins. Leg sie da hin. Ja, wenn du die M4 hinlegst, können wir doch einfach tauschen. Ja, ich will sie. Ja, du musst sie mir halt erst hinlegen. Hier liegen noch 50 Waffen rum. Ach du Scheiße. Ich werde einmal kurz den Rechner neu starten. Alter, der fuck. Tischspiel. Wenn du jetzt sagen würdest, CS, bin ich dabei. Heißt das nicht Cybersex? Vorsichtig, da kommt eine Kurve. Barnabas? Ja? Möchtest du mir gerade unterschwellig irgendwas sagen? Nee, ich mach das ganz offensichtlich. Du wolltest den Rest laufen, habe ich mir sagen lassen? Oh, ole ole, Tom ist bester Fahrer. Ja, schönen guten Abend, Lynch mein Name. Ich wollte mal nachfragen, welche Anforderungen es gibt, um eine Behindertenwerkstatt zu eröffnen. Damit überfordere ich Sie. Ja. Wollen Sie bei mir auch eingestellt werden? Nee, danke. Ich nehme mich doch nur einmal kurz hin und mach den Schuh zu. Ich kenne das, wenn du kniest, das ist mir egal, du rutschst nicht weg, solange du stehen bleibst. Ich kenne den Dreck. Oh, wieso ist der so süß? Ich hab das schon oft genug gemacht. Nein, nee, auch mach nicht. Das nicht. Die meisten verarschen mich nur. Kurr, 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 kurr. Was ist das? Wenn mir jetzt ein Taucher auf dem Dach kackt. Nee, kurr. Hä? 10-20, die Divine. Standort. Kann man ihnen weiterhelfen? Oh, oh. Die Weingarage. Wow, 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 aussteigen, wow. Auf geht's. Beruhigen Sie sich doch mal. Beruhigen Sie sich. Darf ich den Motor noch abschalten? Nein, aussteigen, sofort. Okay, ich mach den Motor einfach mal kurz aus, ja? Okay.
Funkgeräte ausschalten, Help, Funkgeräte hergeben. Okay, okay. Ich komme aus Detroit. Ich meine, da ist es auch alles recht human mittlerweile und ich weiß, bin vor 2 Monaten eingereist. Waren Sie schon mal in Detroit? Nee, noch nicht. Hm. Warum? In Detroit? In Detroit, ja. Nee, Detroit. Oh, nee. Ja. Oh Gott, auch sie verarschen mich. Was? Was? Nein. Hier doch nicht.